Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Potion Permit, wo wir entspannt Welten retten, indem wir unsere Dorfbewohner heilen. Indem wir Tränke brauen, die sie brauchen und ja, Krankheiten diagnostizieren. Wir waren gerade dabei, eine Aufgabe abzuschließen, nämlich alle aus dem Dorf kennenzulernen. Und diese Aufgabe sollen wir zwischen 8 und 15 Uhr beim Bürgermeister abgeben. Vielleicht kommen wir sogar davor noch kurz dazu, ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Vor allem, wenn wir die Schnellreise benutzen. Ich frage mich, wann wir die Angel bekommen. Denn auf Fischen hätte ich richtig Bock. Seltsamerweise. Und vor allem bin ich auf das Angelsystem sehr gespannt. Wie das umgesetzt wurde. So, aber erstmal ein bisschen Monster verhauen und Ressourcen abbauen und Tränke brauen. Und ja, das reimt sich, und was sich reimt, ist gut. So, wir haben zwar 8 Uhr jetzt, aber ich würde sagen, wir hauen noch ein paar Bäume. Kaputt. Weg mit dir. Keine Sorge, die wachsen nach. Sonst würde ich die auch nicht so freizügig abholzen. Und den Stein haue ich noch. Einfach nur, weil er gerade noch so unterwegs steht. So, Hundi, komm mit. James, mein Süßer. Eigentlich möchte ich dich mal eben streicheln. Na, so ein lieber Hund. So, wir teleportieren uns zurück. Zu unserem Haus dort. Zum Haus der Tränke, denn wir sind der Tränkemacher. Na, oh, Hundi kommt heute nicht so recht hinterher. Irgendwie aber auch süß. Zum Bürgermeister, nicht zu Ciao. Ciao, ciao. Du hast also alle Einwohner von Mondburg getroffen? Ausgezeichnet! Das haben wir. Dann lass uns doch jetzt zu der wichtigsten Sache kommen, ja? Wie du wohl gemerkt hast, empfangen dich nicht alle hier mit offenen Armen. Ja, korrekt. Das hat seinen Grund. Welchen Grund denn? In der Vergangenheit ist es hier zu einem Unfall gekommen, an dem ein Alchemie-Genie die Schuld trägt. Das wurde noch nicht geklärt. Ich finde, wir sollten eine Sondereinsatzzentrale gründen und ein Kommando losschicken, das das überprüft. Der Unfall hatte solche Ausmaße, dass große Teile der einheimischen Pflanzenwelt ausgelöscht wurden. Seither sind Alchemie-Genies, besonders solche aus der Hauptstadt, in Mondburg nicht mehr willkommen. Um unser aller Gesundheit haben sich allein Matteo und seine Familie gekümmert. Ja, wahrscheinlich auch um den Unfall. Ich würde das jetzt einfach mal so vermuten. Und es lief auch wunderbar. Wir brauchten keine Alchemie-Genies, um ein gutes Leben zu führen. Bis dann eines Tages Rue krank wurde. Rue oder Rue. Matteo hat alle erdenklichen Heilungsmethoden ausprobiert, aber nichts hat ihr geholfen. Es klingt halt einfach so, als hätte er
immer nur das gemacht, also Matteo, der Doktor, was gerade notwendig war, dass sie nicht stirbt. Aber es so lange rauszögern konnte, wie es geht, damit er weiter vom Bürgermeister irgendwie Lob und Ehre und Geld bekommt. Und da wurde es mir klar, es gibt Probleme, die wir einfach nicht alleine lösen können. Wahrscheinlich passt es mit dem Doktor deswegen jetzt auch nicht, dass wir hier sind. Er weiß genau, ein Alchemie-Genie, der kann diese Probleme natürlich lösen. Da hat er sich irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten. Vielleicht sollten wir nicht eine ganze Berufsgruppe verdammen wegen nur einer Person. Das gilt generell für alle Gruppen, würde ich sagen. Also habe ich dich hergebracht, um zu sehen, ob du, ein Alchemie-Genie, meiner Tochter helfen kannst. Und es kam, wie ich es erwartet hatte. Du hast sie geheilt. Die Bürger Mondburgs tragen immer noch die Narben dessen, was geschehen ist. Aber ich hoffe, dass du sie jetzt besser verstehst. Und dass es dir gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen. Yay. Ich möchte dir dieses hier geben. Huch, was ist das? Das ist ein Genehmigungsabzeichen. Es gewährt dir Zugang zu einem größeren Teil unserer Insel, so dass du mehr Materialien und Zutaten sammeln kannst. Yes! Bessere Tränke! Bitte entschuldige, wenn dir das etwas seltsam vorkommt. Es ist einfach eine der Regeln unserer Stadt. Naja, wenn man nur knappe Ressourcen hat, muss man sie halt irgendwie aufteilen. Mit der Heilung meiner Tochter hast du bewiesen, dass du dein Handwerk als Alchemie-Genie verstehst. Und wenn du in der Zukunft Beweise für weitere Fähigkeiten erbringen kannst, werde ich dein Abzeichen gerne aufwerten. Nice. Ich freue mich auf den Beitrag, den du zu unserer Gemeinschaft leisten wirst. Ich werde euch alle heilen. Kaputt heilen werde ich euch. Genehmigungsabzeichen 1 erhalten. Approval Badge. Dieses Abzeichen kannst du verdienen, wenn du dich als gutes Alchemie-Genie bewährst. Mit diesem Abzeichen hast du Zugang zu bestimmten Bereichen auf der Insel, die dir bei der Materialiensuche zugutekommen werden. Die einzige Person, die das Abzeichen verleihen kann, ist der Bürgermeister von Mondburg. Um dich als gutes Alchemie-Genie zu bewähren, musst du vom Alchemistenrat bewertet werden. Sie können dir ein Empfehlungsschreiben aussendigen, das dir bei der Verbesserung deines Abzeichens helfen wird. Okay, jetzt weiß ich auch, für was dieses leere Feld unter den Werkzeugen war. Links oben. Guten Tag, Alchemie-Genie. Einfach täglich mit den Leuten sprechen hilft halt auch, um die Beziehung so ein bisschen zu verbessern. Wer bist du denn, Dev? Oh, hallo. Alchemie-Genie, ich bin Dev, ich arbeite im Rathaus. Ich bin der einzige Postbote in der Stadt, also merk dir bitte meinen Namen. Natürlich kann ich manchmal jemand ganz anderer sein. Was? Was? Du kannst manchmal jemand ganz anderes sein? Ich weiß, dass das nicht schwierig aussieht. Ich kenne Dev halt nur als Abkürzung für Developer. Aber Postbote zu sein ist schwieriger, als man denkt. Wo ist denn Hundi? Ach, Hundi darf nicht mit die Häuser. Stimmt ja. Oh, Hundi hat Hunger. Haben wir denn was dabei für Hundi? Wir haben Pilze. Das geht doch. No. Aber immerhin muss er nur einmal am Tag mittlerweile essen. Und nicht mehr 3-5 Mal, wie in der Demo damals noch. Ich würde erst einmal mit allen Leuten sprechen, so ein bisschen. Melika, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine ist rot. Rot ist eine schöne Farbe. Gehört zu meinen Lieblingsfarben dazu. Am liebsten habe ich schwarz, was ja allgemein keine Farbe ist.
und lila. Wie man vielleicht auch an meinem Charakter erkennt. Und an meinem Logo und an allen möglichen anderen. Bei mir. Martha. Gib mir Bescheid, wenn du Hilfe in der Stadt brauchst. Vor allem, wenn du eine Wegbeschreibung brauchst. Ich habe mich oft verlaufen, als ich zum ersten Mal hier war. Alle sind nett. Naja, nicht alle. Die beiden mag ich, die beiden sind nett. Lass mich bitte allein. Ich suche nach Inspiration für meine Arbeit. Naja, gut. Gibt zumindest trotzdem ein Plus. Mit dir hatte ich noch nicht gesprochen, oder? Zack. Ja, oh, das Alchemie-Genie. Ich bin Zack. Diese Stadt ist wunderschön. Nicht wahr? Hier ist es besser als in der Hauptstadt. In jeder Hinsicht. Kann ich nicht sagen, ich war nie in der Hauptstadt, obwohl mein Charakter von dort kommt. Alchemie-Genie, magst du Katzen? Ich liebe Katzen. Das solltest du. Ja, Mann. Jeder sollte Katzen lieben. Hey, du kamst gerade dazu. Nee, Helen. Hä, was? Hallo, Schatz, ich bin Helen. Wenn du Spiele magst, haben wir welche in der Arcade-Halle. Doch, du kommst neu dazu. Hallo, Schatz. Gefällt es dir hier in der Stadt? Ja. Jetzt, wo nicht mal alle so mega böse auf mich sind, gefällt es mir. Oh nein. Ich dachte gerade, ich hätte mich schon festgepackt. Das passiert mir irgendwie gerne in den Spielen, dass ich dann festhänge. In Stardew Valley in letzter Zeit auch häufiger. Hier wohnt Zack, da wird er ja jetzt nicht sein, denn er ist hier gerade am Angeln. Schmiede. Bauen und einrichten. Hallöchen, wie kann ich dir helfen? Dir wird wohl das alte Haus der Tränke schon langweilig, was? Smirk. Tja, ich kann dir gerne helfen, es etwas gemütlicher zu machen. Wird mir Spaß machen, den alten Kasten zu renovieren. Ich brauche nur das nötige Holz und den Lohn für meine Arbeit. Das ist doch kein Problem, richtig? Wie komme ich denn an Holz? Sprechen. Hallo, wie geht's? Stopp. Küchenrenovierung. Renoviere die Küche im Haus der Zwänge, um das Kochen freizuschalten. Oh mein Gott, ich kann kochen. Dafür brauche ich natürlich erstmal mehr Geld. Und mehr Holz und Stein. Okay. Holz, Stein und Geld. Dann weiß ich das zumindest schon mal. Dann ist das aber gar nicht der Schmiedeort. Okay, wir haben keine Aufträge. Anna, hatten wir heute schon gesprochen? Mit Ciao hatten wir auch schon gesprochen. Am Strand waren wir noch nicht. Hallo. Was suchst du hier, Melika? Wenn du versuchst, diese ruhigen Gewässer aufzumischen, werfe ich dich über Bord beim Klabautermann. Stimmt, sie mochte mich nicht. Na, jetzt ein bisschen mehr. Knups, knups. Kips. Miau. Ja, ein bisschen mehr mag sie mich. Mit der Katze müssen wir uns auf jeden Fall anfreunden. Alles andere wäre unverzeihlich. Okay, das Haus ist gerade leer. Ich frage mich halt auch, warum ich in leere Häuser gehen kann.
Harvest Moon ging das zumindest nie. Entschuldigt bitte, dass meine Stimme heute ein bisschen tot wieder mal ist. Es ist früh morgens. Ich bekomme nur sonst keine Gelegenheit, heute mehr aufzunehmen. Das Kloster ist gerade auch leer. Moment, wir sind im Kloster? Was für eine Art Kloster hier ist das? Ich schaue mir nur gerade die Fledermäuse, die Toten an der Wand und die Skelettköpfe an und denke mir, Wohnt hier Dracula? Dann wären die Fledermäuse aber wahrscheinlich nicht tot. Russo! Wenn du Laura zum Wein bringst, verzeihe ich dir das nie. Ich würde Laura nie zum Wein bringen, allein weil ich ihren den Namen so gern mag. Und weil sie nett zu mir ist. Du machst mir keine Angst, Medica. Ich will dir auch keine Angst machen. Wenn ich dir Angst machen wollen würde, hättest du Angst. No. Singt sie oder pflückt sie irgendwas vom Baum? Auf jeden Fall sieht es mega süß aus. Da, Liebe Götter, erbarmt euch, in eurem Namen werde ich... Oh, Entschuldigung. Ich habe dich da nicht gesehen, Milika. Ich habe nur eine Hymne einstudiert. No, süß. Ciao, er meditiert. Wie cool ist denn das hier alles? Wie sie singt, wie er da meditiert und wie halt auch noch dieser Wind durch sein Haar weht, während er meditiert und dadurch mega cool aussieht. Wie sich die Arbeit in dieser Kleinstadt vom Leben in der Hauptstadt unterscheidet? No. Ich mag das Spiel irgendwie. Wird mir warm ums Herz, wenn ich es spiele. Es hat wirklich diesen Harvest Moon Flair, den ich bei anderen Spielen so nicht bekommen habe. Wobei ich gar nicht weiß, warum. Aber ja, ich bin halt mit Harvest Moon aufgewachsen. Entsprechend fühlt es sich ein bisschen an wie nach Hause kommen. Ich habe diese Art von Spiel halt schon immer geliebt. Dieses entspannte Craften, sich seine Freundesbase aufbauen, sich sein eigentlich dieses ganze neue Leben aufbauen, weil man irgendwo fremd hinkommt. Keiner weiß was von einem und man wird einfach nach dem bewertet, was man tut. Wenn man es gut macht, ist alles gut. Und wenn man es schlecht macht, naja, dann sind die Leute halt sauer. Aber es gibt nicht diese Vorgeschichten und Vorurteile. Na gut, in dem Fall gibt es leichte Vorurteile, aber sie geben einem ja trotzdem eine Chance. Aber dieses neue Leben aufbauen und keiner kennt dich so richtig. Fand ich irgendwie immer schön, dass man nur nach dem bewertet wird, was man auch leistet. Ein Alchemie-Genie. Was soll das sein? Menschen helfen, was für ein Quatsch. Das hat mir noch nie genützt, dass ich in diesen blöden Rollstuhl gesetzt wurde. Naja, sonst wärst du wahrscheinlich gestorben. Alter Mann. Oh, beziehungsweise wärst weniger beweglich. Das heißt, das ist halt dir nicht geholfen, dass man dich in den Rollstuhl gesetzt hat. Papa hat versprochen, dass ich eine Katze adoptieren darf. No, wie lieb. Ich muss aber zuerst ein gutes Mädchen sein. Auch gut, wenn man gar nicht weiß, was heißt, ich muss ein gutes Mädchen sein. Das ist doch eigentlich auch Auslegungssache. Oh, Kühe. Voll süß. Oh, ein Schäfchen. Und ein helles Schäfchen und zwei dunkle Schäfchen. Mäh.
Die Kühe unterscheiden sich nicht voneinander. Luke, du musst das neue Alchemie-Genie sein. Du kommst aus der Hauptstadt, richtig? Keine Sorge, ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Das hier ist Moonbrooks Bauernhaus. Wir verkaufen Milch und Milchprodukte. Alles, was wir verkaufen, haben wir selbst hergestellt. Du solltest unsere Produkte probieren. Sie sind toll. Sehr, sehr gern. Aber schön, dass auch jeder hinter den Tresen darf. Ich wollte mit ihr reden. Oh mein Gott, wie groß ist dieses Bauernhaus? Der Laden muss hier richtig gut funktionieren. Ich wollte doch einfach nur mit Luke sprechen. Na, wie sie mit dem Häschen spielt. Das sind so liebevolle Details, die ich mega feiere. Und auch wirklich mega wertschätzen. Das ist das Badehaus. Okay, von 9 bis 18 Uhr ist das geöffnet. Dann hat es jetzt leider schon zu. Aber hier können wir uns erholen, wenn ich mich richtig erinnere an die Nachricht. Eine Staffelei. Leider kann ich damit nichts machen. Na gut, wenn da eine Staffelei steht, wird sie jemandem gehören. Es wäre schon seltsam, wenn wir einfach drauf rumkritzeln könnten. Einfach ein Meisterwerk zerstören. Haus der Tränke. Ja, dann werden wir mal ins Bettchen gehen. Wir haben hier aktuell keinen... keinen großen Auftrag. Sonntag, 6 Uhr. Huch, was macht die denn hier? Hey Melika. Wie gefällt dir das neue Gebäude? Sieht es nicht fantastisch aus? Nun, es ist ein bisschen heruntergekommen. Rainer hat geholfen und allerlei wichtige Dinge eingebaut. Ja, okay. Ein Alarm und ein Schild. Das sind immerhin schon mal Anfänge. Das heißt, wenn jetzt jemand krank wird, bekomme ich einen Alarmton. Du hörst dieses Geräusch klar und deutlich, nicht wahr? Ich lasse die Sirene ertönen, wenn einer unserer Einwohner krank wird. Und hergebracht wird. So weißt du immer sofort Bescheid, dass du einen neuen Patienten hast. Das ist sehr nützlich, dankeschön. Rainer scheint nicht zufrieden zu sein. Hallöchen, Alchemie-Genie. Ich hoffe, du bist mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin dann hier fertig, schätze ich. Zeit zu gehen. Danke für deine Hilfe, Rainer. Gern geschehen, Bürgermeister. Alchemie-Genie. Und nun entschuldigt mich, bitte. Wie wunderbar, dass du jetzt einen Ort hast, an dem deine Patienten geheilt werden und genesen können. Ja, es wäre halt auch wunderbar, wenn er nicht so heruntergekommen wäre, sind wir mal ehrlich. Ich werde allen sagen, dass sie herkommen sollen, wenn sie krank sind. Bitte behandle jeden Einzelnen mit größter Umsicht. Natürlich. Ich vertraue dir, bitte enttäusche mich nicht. Wenn du versagst, nun, wir hier sind alle eine große Familie.
Wenn du einen von uns verletzt, verletzt du alle. Okay, ich habe nicht vor, jemanden zu verletzen. So, ich muss mich auf den Weg machen. Hab einen guten Tag, Melika. Yay, Klini wurde freigeschaltet. Ja, zurück. Die Klinik. Einwohner von Mondburg, die krank sind, werden automatisch in die Klinik gebracht. Wenn das passiert, wirst du am Morgen von einer Sirene und einem Roboskoplicht darüber informiert. Du kannst deine Klinik im Bauen und Einrichten auch verbessern. Jede Verbesserung kommt dir und deinen Patienten zugute. Nice. So, aber dann scheint sie ja jetzt noch nicht wirklich besetzt zu sein. Genau, ich bekomme das am Morgen ja mitgeteilt. Ich meine, vielleicht habe ich dann morgen schon meinen ersten Patienten. Ich würde gern dorthin gehen, wo ich bisher noch nicht war, um Sachen, Utensilien freizuschalten. Jetzt muss ich natürlich erstmal finden. Ich meine, hier unten ging es nur zum Zug. Jups. Schön, dass da einfach immer da steht. Und rechts geht's zu Forrest und seiner Frau. Ich frage mich, wo dieser Ort sein soll, wo ich jetzt hin darf. Bisschen mehr Futter für den Hund muss ich auch noch sammeln. Musterort, an dem ich jetzt hin darf und vorher nicht hin durfte. Huch. Frau Rist, alles in Ordnung? Hallo, wie geht's? Was machst du da? Ach, wir reden nur über das hier. Dieser Erdrutsch blockiert den Weg. Schon eine ganze Weile. Früher haben wir auch da hinten nach Materialien gesucht. Aber jetzt kommen wir nicht mehr weit. Was könnte man da machen? Alles beiseite schaffen? Ja, schätze, dann könntest du auch weiter entfernt nach Materialien für deine Tränke suchen. Warte, was? Ihr seid in der ganzen Zeit nicht drauf gekommen? Einfach die Sachen zur Seite zu schaffen. Wenn du die nötige Ausrüstung hättest, könnten wir dir auch dabei helfen. Wir brauchen ein paar Ressourcen. Und ein starkes Fischernetz. Ein Fischernetz? Vielleicht findest du jemanden in der Stadt, der uns das leihen kann, was wir brauchen. Okay, geh zu Gasthaus zum Trägenkrug im Erdgeschoss. Ich wollte doch gerade Sachen sammeln. Gib mir 5 Minuten. Ich will nur schnell ein paar Ressourcen farmen. Wir haben ja auch erst 9 Uhr. Danach können wir gern eine Generalversammlung aufrufen. So, ich hole mir noch Jasmin und dann können wir gehen.
Lass mich, Bär, ich bin Arzt. Irgendwann könnte ich dir vielleicht auch helfen. Das scheint ihn nicht zu überzeugen. Gehen wir einfach mal. Gehen wir zum Gasthaus. Oh, und die hat Hunger. Natürlich. Zum Glück haben wir Pilze gefarmt. Bitteschön. Na, no. Da freut er sich. Und knuddeln können wir auch mal kurz. James kann nur so. Ein alter Hund ist doch kein D-Zug. Warte auf mich. Ich mag auch das Kutschengeräusch, das irgendwie erscheint, wenn wir uns teleportieren. Ja, oder? Was für eine Schande. Das finde ich auch, Fräulein Rodenherz. Was ist hier los? Hey, Melika. Was macht ihr hier? Worüber wir reden? Über die Fischernetze, die wir in der Windrose gekauft haben. Ich bin eine langjährige Kundin. Ich benutze die Netze, um schwere Schmiedeausrüstung zu transportieren. Und unsere Polizeirevier verwendet sie, um auf Patrouille wilde Tiere einzufangen. Sie sind extrem reißfest. Schade, dass sie sie nur so selten im Angebot haben. Ich verstehe das ja. Es ist sicher nicht einfach, so hochwertige Netze herzustellen. Wenn sie doch nur mehr produzieren könnten, dann wäre uns allen geholfen. Wohl wahr, Fräulein Ruhenherz. Wie schaust du interessiert, Melika? Hättest du auch gerne eins? In der Tat. Dann musst du zur Windrose. Aber ich bezweifle, dass du eins bekommst. Was? Warum? Viel Glück. Und wo ist Windrose überhaupt? Windrose? Ich folge einfach mal dem Pfeil. Was ist denn die Windrose? Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dort mal gewesen zu sein. Hallo, Dev. Gib mir Bescheid, wenn du Hilfe in der Stadt brauchst. Yep. Die Windrose. Ist das das Schiff? Victor, wir hatten uns noch gar nicht unterhalten. Ein Alchemie-Genie? Ich bin Victor, was willst du von mir? Warte. Zenos scheint dich zu mögen. Wer ist Zenos? Du kannst sie nicht sehen, aber natürlich. Okay. Ich habe einen fantastischen Voodoo-Puppe gebastelt. Sie ist mein Schatz. Zenos liebt sie ebenfalls. Solange sie keine Puppe von mir ist, ist das in Ordnung. Wow, was für ein seltsames Grinsen. Aber hey, Hauptsache keine Voodoo-Puppe von mir. Ah, die Windrose ist das Schiff. Oh, ein neues Gesicht an Bord. Ja, sie mochte mich leider nur nicht zu sehr. Hast du schon mal geangelt? Noch nicht, nein. Also in-game. Ja, in-game noch nicht. Ah, das überrascht mich nicht. Ja, ich bin hier auch erst angekommen. Hör auf zu smirken. Hat schließlich seinen Grund, dass ihr Stadtleute eure Fische bei uns kauft, was? Na denn, hier ist ein Willkommensgeschenk.
Eine Angel. Du brauchst eine gute Angelrute und einen vernünftigen Köder, um was zu fangen. Komm in meinen Laden, wenn du noch was brauchst. Nice, endlich die Angel. Und jetzt entschuldige mich, im Wasser warten Fische auf mich. Eigentlich wollte ich aber das Netz. Normale Angelrute erhalten. Du gib mir das Netz. Willkommen in der Windrose. Oh, du bist das, blaue Jacke. Was brauchst du? Ein starkes Fischernetz? Die sind ausverkauft. No. Guck mich nicht so an. Wenn es dir so wichtig ist, frag Ottmar im ersten Stock. Er hat sie immer hergestellt. Vielleicht ist hier noch eins übrig. Wenn die Gezeiten dir wohlgesonnen sind. Iui. Wie süß sind eigentlich diese Smileys, die Emotionen ausdrücken sollen. Unsere Netze sind ganz schön beliebt. Hallo Ottmar. Hallo Melika, warum du Ottmar besuchen? Ich brauche ein starkes Netz. Du wollen Ottmars gutes Stahlfischernetz? Viele Leute wollen Ottmars Netze. Ottmar glücklich. Jöi. Aber Ottmar haben nur noch das eine, nicht verkaufen. Leihen würde auch reichen. Aber vielleicht mit Melika tauschen? Was möchtest du denn? Ottmar brauchen Sachen für das Strandcafé. Honig und Gewürze für leckeren Mais. Honig und Gewürze? Wo soll ich die denn herbekommen? Hier, Ottmar haben eine Liste. Wenn Melika Sachen bringen, bekommen Ottmars letztes Netz. Ottmar warten und wünschen Glück. Honig, Basilikum und Pilz. Ja, okay. Alles okay. Wo bekomme ich den Honig her? Basilikum haben wir genug. Pilze müssen wir noch farmen. Wo bekomme ich Honig her? Von Bäumen? Fällt das zufällig runter, wenn ich Bäume fälle? Wir haben auf jeden Fall einen Auftrags-Pfeil. Dem würde ich einfach mal folgen. Und mit den Ladies sprechen. Mit dir hatte ich schon gesprochen. Mit Nova noch nicht. Dein Modegeschmack ist sehr eigenartig. Vermutlich. Es ist nur eine Frage der unterschiedlichen Kulturen, aber dennoch abscheulich. Du bist auch abscheulich. Ich mag meinen Stil. Komm mir nicht in die Quere, dann ist alles in Ordnung. Okay, Herr Polizist. Ich könnte mal angeln. Aber ich glaube, ich muss mich erstmal um meine Aufgabe kümmern. Na, Kätzchen spielt wieder. Wie süß ist das eigentlich alles? No. Und er schnarcht auf der Bank, beziehungsweise lässt sich den Wind durch die Haare wehen und genießt es. Hallo, Melika. Heute ist ein toller Tag, findest du nicht? Oh. Ich finde, man merkt halt total, wie viel Liebe in diesem Spiel steckt. So, der Auftragspfeil bringt uns hier rein. Natürlich. Schau mal, ob wir Honig durch Bäume bekommen.
Okay, das war kein Honig. Ups, ich wollte dich gar nicht angreifen. Jetzt mache ich alles Akku. Ah! Bringt mir doch nicht aus Versehen in die Axt. Auch hier kein Honig. Ich meine, vielleicht ist er selten. Auf Bäumen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wo sonst Honig sein soll. Kein Honig. Also einen Pilz hatten wir hier noch. In der Nähe des Bären leider. So, Wechsel. Du, oh Gott. Nein, mein geliebter Pilz. Okay, sagen wir es mal so, an den kommen wir heute nicht mehr dran. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Suchen wir nach Honig. Wieso sagt der Pfeil, das Gebiet für den ganzen Kram ist woanders? Nämlich hier. Ich glaube halt, alles, was jetzt gelb umrandet ist, ist Auftragsgebiet. Dann ist der Pfeil allerdings doch irritierend. Pilze und Honig. Huch. Lass mein Hund in Ruhe. Also die Pilze bekommen wir morgen auch voll. Es ist nur noch eine Frage des Honigs. Das war irgendwas mit Zitronenmelisse oder so. Da gab es keinen Honig. Hier unten geht es erstmal nicht weiter. Ich kann es mir halt nur so erklären, dass Honig auf Bäumen wächst und da total selten getroppt wird. Kein Baum hier hatte jetzt Honig. Weiter in den Wald kommen wir halt auch nicht aktuell.
Nun, ich würde sagen, wir können nur ins Bett gehen. Aktuell. Morgen holen wir uns die letzten Pelze. Und dann schauen wir mal, ob der Questmarker immer noch sagt, wir sollen dort den Honig suchen. Oder nicht. Dann teleportieren wir uns einfach mal direkt in den Wald. Ich wollte einfach nur den Holz fällen. Nur den Baum fällen. Und wieder bringt mir der Schleim in den Weg. Hier bekomme ich auch nur diesen anderen Saft. Wie komme ich an Honig? Wie gesagt, erstmal Pilze sammeln. Vielleicht wechselt der Pfeil dann irgendwo anders hin. Oder man bekommt es von irgendwelchen Tieren, die sich Bären bekämpfen, um an Honig zu kommen. Das stelle ich mir irgendwie gemein vor. Hier gibt's Sporen. Oh Gott. Honig von Bären. Oh mein Gott. Ich muss tatsächlich Bären bekämpfen. Ich hatte bis eben nicht mal eine Ahnung, dass man gegen die tatsächlich kämpfen kann. Ich dachte, die wären so überpowered, dass man einfach keine Chance hat. Ich sehe einen. Oh, wie süß bist du denn? Man muss halt generell mal sagen, dass diese Gegner richtig süß sind. Im Spiel. Auch diese Langohrhäschen. Okay. Wir bekämpfen also Bären. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Okay, und dann lässt doch nicht mal jeder Honig fallen. Zumindest können wir aber dann in Ruhe die Zitronenmelisse ernten. Was ja zumindest auch etwas ist. Okay, gegen Bären kämpfen. Ich glaube, es gab noch einen Bär hier. Frage wäre dann auch, respawnt der Wald nur einmal am Tag oder sobald ich ihn verlasse? Fehlt nur noch ein Honig. Wäre voll schade, wenn ich deswegen bis morgen zur Abgabe der Aufgabe warten müsste.
Ja, du kriegst gleich deinen Pilz. Dein. Darum habe ich gerade ein paar Pilze mehr gesammelt. Und die Happy. Und die wird gekrault. Dann macht ihn das noch glücklicher. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen Jasmin. Von dem habe ich nämlich, glaube ich, recht wenig. Bären. Nicht gedacht, dass ich jemals gerne Bären in der Gegend hätte. Ich dachte immer, die sind so lästig und stören nur, wenn ich hier Zutaten sammle. Aber sie geben uns auch Zutaten. So, ich werde mich mal teleportieren und gucken, was passiert, wenn ich mich nach Hause teleportiere und wieder in den Wald teleportiere. Sind denn dann die Bären wieder da? Bärchen. Süße Bärchen. Ich meine, vielleicht respawnen zumindest die Gegner. Okay, die Gegner respawnen leider auch nicht. Schade. Dann werden wir bis morgen warten müssen, bis wir diese Aufgabe abschließen können. Kannst du denn hin, Rü? Ich frage mich, was für Blumen in der Hauptstadt wachsen. Hast du Lust, mir mehr darüber zu erzählen? Ja, sehr gern. Habe ich irgendwas, was ich dir schenken kann? Offenbar nicht. Haus der Tränke. Dann würde ich sagen, legen wir uns schlafen. Und wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ob wir es schaffen, den Steinrutsch zu entfernen. Okay, vielleicht schauen wir uns jetzt auch mal noch an, wer genau da krank ist. So viel zu meiner coolen Abmoderation. Oh, Forrest und seine Frau. Was gibt's denn? Blümchen heißt sie. Okay. Wie schön, dass du die Sirene gehört hast. Wir waren so frei und haben es unserem Kranken schon mal in einem der Betten gemütlich gemacht. In einem der sehr zerlumpten Betten, aber ist in Ordnung. Hier würde ich mich echt schämen, so ein bisschen als Arzt. Wenn er so aussehen würde, schon. Ich hoffe, du kannst die Beschwerden schnell lindern. Okay, komm, den ersten Patienten schauen wir uns noch an. Wenn nicht, dann müssen wir unser Glück bei Matteo versuchen. No, nicht zu Matteo. Wir werden nicht die Gesundheit eines Mitglieds unserer Gemeinde riskieren. Also bau keinen Mist, damit Matteo nicht deinen Fehler wieder ausbügeln muss, okay? Also bisher war es nur andersrum. Aber schön, dass man mal wieder unter Generalverdacht steht. Patientengesundheit. Wenn Bewohner krank werden, werden sie in ein freies Bett in der Klinik verlegt. Du musst sie behandeln, bevor die verbleibenden Tage, die über ihrem Kopf angezeigt werden, null erreichen.
Denn dann werden sie für eine bessere medizinische Versorgung aus der Stadt weggebracht. Okay. Das Symbol für die verbleibenden Tage verändert sich, wenn du den Patienten erfolgreich behandelt hast. Er ruht sich noch einen weiteren Tag aus und geht dann am nächsten Tag nach Hause. Okay. Was hast du denn? 8 Sek, okay. Ich habe ein seltsames Gefühl. Linke Handfläche. Ich habe ein seltsames Gefühl. Linker Oberarm. Oh Gott. Was ist passiert? Jetzt muss ich erstmal umdenken. Linke Handfläche. Diagnose. Minispielerinnerung. Das Ziel dieses Minispiels ist es, sich eine Sequenz von Eingaben in der richtigen Reihenfolge zu merken, die nacheinander auf dem Bildschirm angezeigt werden, okay? Wenn du sie dann in der falschen Reihenfolge wiedergibst, erhältst du keine Punkte. In der Leistung im Minispiel beeinflusst die Zufriedenheit deines Patienten. Oh Gott. Oben, links, rechts. Oben, links, rechts. Unten, unten, unten. Oben, oben, rechts. Nice. Das ist einfacher als das Rhythmusspiel auf jeden Fall. Oh nein. Okay, wir haben es geschafft. Ich hatte gerade kurz Panik, weil nicht alles getroffen wurde. Okay, violetter Nebel wird hier benötigt und hier das entspannende Balsam. Ich bin sofort wieder bei dir. Die Musik ist auch so mega dramatisch, wenn wir diagnostizieren. Uff. Okay, wir brauchen entspannender Balsam. Gut, dass wir so viele Zutaten gefarmt haben. Braun. Und dann noch violetter Nebel. Ein Nebel, der bei seiner Anwendung die Farbe ändert und sich schnell verflüchtigt. Okay. Ui. Interessant. Bärentatzen geben so ein Dreierfeld. Und einer. Hab ich denn? Genau so ein Feld habe ich nicht. Okay. Dann nehme ich doch den Schleim und setze das eine Feld auf die andere Seite. So. Wir haben alles, um den armen Sack zu heilen. Dann gehen wir doch zurück und geben ihm auch die Sachen. Jetzt haben wir einmal Honig. Nee, wir hatten gar keinen. Wir hatten gar nicht. Dreimal Honig. Ich dachte, wir hätten einmal Honig verbraucht. Es ist alles in Ordnung. So. Dann heilen wir doch unseren ersten Patienten. Und er ist voll zufrieden. Behandlung abgeschlossen. Yay, und er ist 100% zufrieden. Du hast meine Erkrankung vollkommen geheilt. Dafür bekommt man 390 Gold. WTF, das ist mehr als ich erwartet hatte. Cool. Aber ja, so läuft dann wohl ein kompletter Auftrag ab. Mit steigenden Schwierigkeiten.
Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.